Schale fahren zu lassen, im Fall dieser beiden Idioten. Wir rufen auf, und ich hoffe, die Technik ist jetzt ganz, ganz schnell, zum MPS Klugscheiß-Modus. Wir sind gespannt. Ah, die Technik arbeitet. Ja, Applaus an die Technik. Meine Lieben, sich freuen der Schneekönig. Das Stichwort kennen wir alle. Und wir glauben, es hat etwas mit Schneemännern zu tun. Vielleicht dann eben auch mit Elsa und ihrer Schwester. Nein, dieser Spruch ist sehr, sehr alt. Publikum sagt nein. Nein. Doch. Ah, das wollte ich hören. Meine Lieben, wir gehen ins ferne Griechenland, nämlich zur Zeit von Aesop und seinen Fabeln. Dazu brauche ich einmal eine ganz gewisse Persönlichkeit, die gleich aufrufen wurde, denn es gab einen Wettbewerb. Ein Wettbewerb unter Vögeln, also zwischen den Vögeln. Und zwar ging es darum, welcher Vogel fliegt am höchsten. Das Publikum ruft, oh. Oh. Und da war natürlich ein Vogel ganz vorne mit dabei. Rektus kann man nach vorne nach. Das bin ich. Was muss man? Hier sehen wir den Adler. Das ist eher aus dem Pleitegeier. Ihr solltet jetzt eigentlich wissen... Eintracht Frankfurt! So jetzt! Ihr solltet wissen, der Schneekönig ist nämlich ein anderes Wort für den Zaunkönig. Ein winziger Vogel, der auch im Winter singt. Nun war es dann so, die Vögel flogen alle gen Himmel und der Schneekönig damals, wo der war noch völlig unbenannt, wollte ebenfalls hoch hinauffliegen. Tourette! Einmal hoch mit dir. Das ist Tourette. Applaus. Der Schneekönig ist ein kleiner Vogel und hat sich klammheimlich im Gefieder des Adlers festgesetzt. Will ich das? Das kriegst du gar nicht mit, denn du bist groß und allmächtig. Ich bin Eintracht Frankfurt. Tourette, halt dich lieber unten drunter in den Schwanzfedern fest. Ja, hier. Ruhe, Finger weg. Da. So, da breitet seine mächtigen Flügel, seine Schwingen aus. Und fliegt hoch hinauf. Ich bin der König der Welt. Nein, das hat er nicht gesagt. Bogenschützen. Oh, jetzt. Und als der Adler immer höher flog, kam der Moment, wo er nicht höher konnte. Er konnte einfach nicht mehr. Mag es das Alter sein oder das Zölibat. Auf jeden Fall rief er, höher geht nicht mehr. Höher geht immer. Nein, höher geht nicht mehr. In diesem Augenblick sprang der Zaunkönig hervor, überflog den Adler. Ach, muss warten. Nein, einfach beiseite, sonst geht's zum Unfall. Flog einen Flügelschlag höher und schrie, Juhu, der König der Welt. In diesem Augenblick kam der Adler an und schmiss, ging, und schmiss das arme Vieh vom Himmel herunter. Danke gemein. Deswegen, sich freuen wie ein Schneekönig heißt nichts anderes, als sich im Applause des Publikums zu wälzen haben, ohne es sich verdient zu machen, ein Schelm, der sich Böses dabei denkt. Danke gemein. Also kapiert habe ich es nicht, aber es hat Spaß gemacht, ihm in den Arsch zu treten. Liebe Gemeinde, Brüder und Schwestern,